Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc, BikenTV. Und ja, wie ihr im letzten Video erfahren habt, ist natürlich jetzt durch diese spezielle Zeit gerade das Filmen nicht so leicht, weil wir dürfen zwar rausgehen, aber es ist ja Isolationsphase, das heißt, ich kann jetzt auch keinen Kameramann ins Board holen und mein Alltag ist eh ein bisschen anders. Viele haben ja gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen frei und so, kann ein bisschen Bude aufräumen oder ein bisschen Bücher lesen. Bei mir ist nicht. Ich habe entweder, muss ich auch was arbeiten im Homeoffice, oder halt, ich habe mit meiner kleinen Tochter halt, die ist noch sehr jung, die ist im August 2018 geboren. Da wisst ihr, da alle, die das kennen, da ist nicht viel Zeit zum Füße hochlegen. Nachts, wenn sie schläft, oder mittags kurz mal, dass man mal, aber da muss man auch wieder andere Sachen machen. Das heißt, ich biete euch heute den ersten Teil einer zweiteiligen Serie, und zwar das Duell Winterberg-Willingen. Was ist besser? Wir fangen an mit den Bikeparks. Und im zweiten Teil möchte ich dann über die Trails sprechen. Ach so, aber noch ein kleiner Hinweis, bevor ich anfange, weil ich werde jetzt auch noch immer schön kleine Ausschnitte reinschneiden in das Video. Ich habe natürlich viel schon in Willingen und Winterberg gefilmt. Und dann werde ich euch meine Meinung erzählen. Ich bin kein objektiver TÜV-Tester. Es geht auch viel mit meiner Meinung und auch meiner Sicht als Fahrtechniktrainer. Genau, und dann könnt ihr euch rausziehen, was für euch passt. Ich versuche mich auch ein bisschen da hinein zu versetzen, wie das für euch ist, wenn ihr normaler Bikeparkfahrer seid. Kleiner Hinweis hier, wer jetzt selber noch den Wheelie oder so, Manual Bunny Hop, optimieren will, verbessern will, im Online-Coaching, weil meine Kurse fallen jetzt erstmal alle aus. Ich habe da auch keine Einnahmen mehr drüber. Ich habe aber schon seit Anfang des Jahres Online-Coaching in der aktuellen Freeride, ist ein Interview mit mir darüber. Was bringt das? Online-Coaching. So kann man den Manual mit exklusiven, hochwertigen, methodisch-didaktischen Videos und der Community mit Feedback, ja, so kann man alles besser lernen. Ich steige jetzt schon mal ein, wie gesagt, abwechselnd Beiträge, Meinungen von mir und dann halt auch noch Videos, Schnipsel, die ich aus den jeweiligen Bikeparks habe. Im Vergleich Winterberg-Willingen fangen wir mal an mit der Streckenvielfalt. Also, das heißt, Punkt 1, man könnte sagen, vor gar nicht allzu langer Zeit war ganz klar, Winterberg ist da einfach mega voraus gewesen immer. Mit 8 Strecken, so genau weiß ich es aber aktuell gerade gar nicht, das ändert sich immer. Und da hatte Willingen eigentlich nur irgendwie 3 oder so, oder 2,5, keine Ahnung, nicht so wirklich. Aber der Bikepark in Willingen wurde ja neu gestartet mit Didi Schneider als Leiter. Der hat 3 Bikeparks, Petzen in Österreich, Bikepark in Bischofsmais-Geiskopf in Niederbayern und halt Willingen. Und da hat er sofort den Bagger geschnappt und neue Strecken gebaut, alte verbessert, er ist da immer noch dran. Also da hat sich viel getan. Ja. Boah, müssen wir Abstand halten. Und dann ist natürlich immer noch die Streckenvielfalt größer in Winterberg, aber in Willingen zum Beispiel finde ich die Streckenvielfalt für Anfänger oder für Familien besser, weil du hast mehrere Flow-Trails, Flow-Trail, Flow-Country-Trail und die Freeride-Strecke kannst du auch noch als einigermaßen fortgeschrittene Anfänger fahren, wenn du die Hügel, die Sprünge alle wegdrückst und langsamer fährst. Und dann kannst du natürlich auch ja in Willingen im Downhill kannst du auch langsam fahren und dann musst du an Sprüngen vorbeifahren. Das ist dann auch für fortgeschrittene Fahrer geeignet. Also es ist schon so, dass Willingen aufgeholt hat und trotzdem natürlich müsste man jetzt mehr Punkte geben an Winterberg. Aber Winterberg hat nur einen Flowtrail und selbst die Pinball, ich weiß gar nicht, wie die jetzt aktuell heißt, Pinball, die ist schon für Anfänger einfach schon zu steil, würde ich sagen. Ein Erfahrungswert. Also der Punkt geht an Winterberg, mehr Streckenvielfalt, aber familientauglicher in der Streckenvielfalt finde ich Willingen. Punkt 2. Und zwar die Streckenqualität. Ja, das ist natürlich jetzt wieder extrem subjektiv. Da muss man überlegen, welche Strecken mag man lieber. Das ist Geschmackssache. Man kann natürlich sagen, für Fortgeschrittene, die jetzt nicht direkt eine total krasse Downhill World Cup Strecke runterballern wollen in Willingen,
Da ist dann in Winterberg wieder mehr, da hast du die Freeride-Strecke, du kannst die Downhill langsam fahren. Wenn du es langsam und technisch magst, dann kannst du als sehr Fortgeschrittener auch die Blackline fahren, die lustigerweise vorher Single Trail hieß, aber sehr schwierig zu fahren, deswegen hohen Stufen, engen Kehren. Ja, und North Shore-Strecke, Pinball, man kann da echt super viel machen. Also ich würde sagen, Streckenqualität, welchen Stil man an Sprüngen, also mag man die Sprünge von Didi Schneider, die er gebaut hat. Leute, typisch im Flow Trail und auch hier in dem Flow Country Trail in Willingen ist, dass man Tables hat. Verschiedene Maße, mal kleine, mal große, hier ist so ein mittlerer, ganz normaler. Und ihr seht vom Shape her, das ist gar nicht mal so steil, aber hat trotzdem eine deutliche Kante hier, eine deutliche Lip, würden die Amis sagen. Willingen lieber oder lieber die Sprünge, die in Winterberg stehen, das ist auch viel Geschmackssache. Natürlich, ja, von der Höhenmeterdistanz tun die sich beide nicht so viel. Willingen hat vielleicht ein bisschen mehr, längere Abfahrten, aber es ist auch nicht die Welt. Und da würde ich sagen, in der Streckenqualität, wie die gebaut sind, finde ich eigentlich beide sehr gut. Genau, dann kommen wir aber zu Punkt 3. Also, unentschieden bei der Streckenqualität, einfach nicht objektiv zu bewerten, einfach Geschmackssache. Und Punkt 3 wäre die Streckenpflege. Beide Bikeparks haben konstant Leute mittlerweile, auch in Willingen mittlerweile, die immer die Strecken pflegen, um Bremswellen zu minimieren, Sachen auszubessern und so weiter und so fort. Ich finde aber ehrlich gesagt, obwohl im Winterberg mehr Leute angestellt sind, ist es teilweise zerbombter und die kommen kaum nach. Das ist jetzt keine persönliche Kritik, einfach nur ein Erfahrungswert. Gerade so auf der Freeride oder so, dann manchmal, da hast du keine Bremswellen mehr, da hast du Bremslöcher. Die hast du in jedem Bikepark, auch in Willingen. Aber ich finde jetzt so, durch die hohe Frequentierung ist Winterberg, sind die Strecken manchmal echt mehr zerbombt. Deswegen unentschieden vielleicht knapper Vorteil für Willingen, weil da weniger Strecken sind und da die Crew sehr viel machen kann. So, jetzt Punkt 4 ist, wie kann man denn üben? Also wo kann man besser üben? Als Anfänger oder als Fortgeschrittener, also Anfänger will erstmal Bikepark kennenlernen, sich rantasten und ein Fortgeschrittener will vielleicht schon Tricks üben, die Drophöhe steigern, Tables größere meistern, die Droptechnik und die Absprungtechnik bei Tables verbessern, sich an Gaps rantrauen. Also da kann man sagen, natürlich ist da Winterberg voraus, weil die haben einen ziemlich guten Übungsparcours. Und der hat eine Drop-Batterie, die ist vielleicht auch nicht perfekt, aber schon besser als vorher und man kann sich langsam steigern. Man hat Tables, die gut sind zum Üben. Ich finde aber, manche Tables sind schon ein bisschen groß im Übungsparcours in Winterberg. Anfänger mit vollem Schwung darauf gefahren und wenn man da mal live vor Ort ist, sieht man echt auch viele Stürze. Leider auch viel Seitenwind auf dem Übungsparcours in Winterberg. Trotzdem würde ich sagen, zum Üben, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, finde ich Winterberg besser, am besten natürlich in der Woche. Genau, weil wegen der hohen Besucherzahl am Wochenende. Aber sowohl durch die Streckenvielfalt als auch die Möglichkeiten mit Drop-Batterien am Road Gap, unten gibt es nämlich auch nochmal eine. Da muss Willingen noch aufholen, müssen Übungsparcours bauen mit Drop-Batterie, mit besseren Hügeln, genau. In Willingen finde ich gut zum Üben, zum Beispiel den Pump Trail, da kannst du auch mal Kinder drauf lassen, Anfänger, die haben da riesig Spaß. Der ist nur kurz, aber du musst auch keinen Berg hochfahren, um den dann nochmal fahren zu können. Und auf den Flow-Strecken kann man auch gut sich rantasten, aber so explizit Technik üben, zum Beispiel Drops, das ist in Willingen auch möglich, aber nicht so toll, weil die Holzdrops sind meistens an der Freeride-Strecke und nicht alle ideal zum Üben. Also geht der Punkt an Winterberg. Ja, noch ein Punkt 5, Infrastruktur, Ambiente drumherum. Ja, das sind natürlich beide mega aufgestellt. Beide haben gute Parkplätze,
gute Lifte. Willingen hat natürlich eine Gondel und einen Lift. Je nachdem, samstags muss man da jetzt nicht hin, wegen den Partyleuten an der Gondel in Willingen. Ja, da tun die sich beide sehr viel. Gute Infrastruktur, man kann seine Familie beschäftigen, wenn man jetzt sagt, man, die fahren nicht selber Fahrrad. Aber in Winterberg und in Willingen kann man die Kinder machen lassen, total viele Sachen, Outdoor- und Indoor-Aktivitäten, also Campingplätze, überall. Also da tun die sich jetzt echt nicht so viel. Festivals auch, Bike-Festival Willingen, Dirt Masters Winterberg. Also da ist ein Unentschieden, würde ich sagen. Ambiente, bisschen Geschmackssache. Ich mag so das Panorama in Willingen mehr. Ja, Winterberg hat natürlich auch ja, eine schöne Gegend, aber der Ort liegt extrem hoch und ich finde, man hat nicht so ein Bergfeeling, weil das alles nur so Hügel sind. Da setzt du dich jetzt Kritik auf hohem Level. Natürlich ist Winterberg auch landschaftlich schön, aber da finde ich Willingen ein bisschen schöner. Mit der Gondel hoch und dann den Ausblick genießen. Genau, ja, das sind die Bikeparks. Jetzt ist die Frage, was mögt ihr lieber? Winterberg, Willingen, erzählt mal, beide Parks sind in der Gravity Card, also da sind 20 Bikeparks in Europa drin. Dann könnt ihr so Flatrate überall immer fahren, müsst keine Lifttickets kaufen. Genau, und ja, das sind beide drin. Das heißt, wer häufiger, wer 10, 11 Mal in Winterberg, Willingen, also zusammen, ist, das lohnt sich schon total. Genau, ich will das Video nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ihr habt zwischendurch immer die Aufnahmen. Folge 2 wäre dann Trails, Touren, was haben beide Orte da zu bieten. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt mir treu, gebt ein Abo, gebt ein Like, wenn ihr es mögt. Konstruktive Kritik in die Kommentare. Schreibt rein, wo ihr am liebsten im Bikepark seid. See you. Bye bye.